Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Guten Abend und willkommen. Im Sport gibt's Fußball von Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Unsere großen Themen. Sarah Wagenknecht macht ernst. Die Politikerin will 2024 eine neue Partei gründen und könnte damit die Parteienlandschaft ordentlich durcheinanderwirbeln. Krieg im Nahen Osten. Die Angriffe im Gazastreifen gehen weiter. Gleichzeitig kommt dort weitere Hilfe für die Zivilbevölkerung an. Und frischer Wind bei der IG Metall. Mit Christiane Benner steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der größten Gewerkschaft in Deutschland. Sie war bisher eine der bekanntesten Politikerinnen der Linken. Jetzt hat Sarah Wagenknecht alles in die Wege geleitet für die Gründung einer eigenen Partei. Heute wurde dafür schon mal ein Verein präsentiert mit dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht. Insgesamt 10 Bundestagsabgeordnete der Linken sind dabei. Sie alle sind jetzt aus der Linken ausgetreten. Ihre Bundestagsmandate wollen sie allerdings behalten, was von der Linkspartei heftig kritisiert wird. Bis Jahresende wollen die 10 Abgeordneten weiter in der Fraktion der Linken bleiben. Treten sie dort aus, wäre deren Fraktionsstatus dahin. Denn dafür braucht es im Bundestag derzeit mindestens 37 Abgeordnete. Momentan hat die Linke 38. Die Partei könnte nur noch als sogenannte Gruppe weitermachen. Das bedeutet weniger Rechte im Bundestag und weniger Geld. Karl Hinterleitner berichtet. Es ist der Anfang der Wagenknecht-Partei und ein harter Schlag für die Linke. Sarah Wagenknecht meint, die Linke sei nicht mehr wählbar. Sie biete keine Alternative zur Bundesregierung, deren Politik sie als Desaster ansieht. Ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt. Wagenknechts Themen sind unter anderem Energiepolitik, soziale Gerechtigkeit, Migration. Das Spektrum ist breit und darauf angelegt, Unzufriedenheit zu nutzen für das neue Bündnis. Vom linken bis zum rechten Rand. Wir bringen eine Partei an den Staat, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie rechts sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben. Das Land müsse weg von einem, so Wagenknecht, blinden Ökokurs. Die ungeregelte Migration gehöre gestoppt. Keine Sanktionen gegen Russland. Positionen der AfD, die dadurch Wähler verlieren könnte. Die aber gibt sich gelassen. Von den Inhalten her, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen gewundert. Das ist fast 1:1 AfD, also Verein für Vernunft und Gerechtigkeit, so heißt er jetzt erstmal. Es gibt eine Partei für gesunden Menschenverstand, das ist die AfD. Also von daher ist es ein weiterer politischer Mitbewerber, aber ich habe jetzt keine Angstperlen auf der Stirn. Und die Linke? Nach viel Wut und Enttäuschung der letzten Tage, jetzt der Blick nach vorn. Die Neugründung nütze ihr vielleicht sogar. Zugleich bedeutet aber das Ende dieser jahrelangen Hängepartie eine große Chance für die Linke. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die linke Partei sein können und die linke Partei sein werden, die jetzt in dieser Gesellschaft in diesen Zeiten gebraucht wird. Ein Wunsch, der sich nach Umfragen eher nicht erfüllen dürfte. Das neue Bündnis wirbt jetzt um Spenden und Unterstützer. Zur Europawahl will man erstmals als Partei antreten. Theo Koll, wie sind die Erfolgsaussichten einer Sarah-Wagenknecht-Partei einzuschätzen? Deutschland hat ja bisher, anders als beispielsweise Frankreich oder Österreich, keine aktuellen Erfahrungen mit dieser Form von personalisierter Partei. Also da ist von einer politischen Luftnummer bis hin zu einer ernsten Erschütterung des Parteiensystems eigentlich alles möglich. Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiter kombinieren ja bisher für unvereinbar gehaltenes linke Sozialpolitik mit ultra-reaktionärer Migrationspolitik, also eine Art politisches Hufeisen, wo die beiden Enden ganz links und ganz rechts nah beieinander sind. Linkskonservativer Populismus, wenn es den denn wirklich gibt. Der Partei Die Linke wird es auf jeden Fall schaden, allein schon durch den Verlust von Überläufern und des Fraktionsstatus. Allein das verändert dann die Parteienlandschaft. Und die neue Partei dürfte auch für AfD-Wähler anziehend sein. Eine Umfrage von heute Abend besagt, dass jeder 7. AfD-Wähler künftig Wagenknecht wählen würde. Aber weder ist sie für ihr Organisationstalent bekannt, noch für parlamentarischen Fleiß. Das Ganze kann sich also auch sehr schnell, wie schon 2018 bei ihrer Bewegung namens Aufstehen, wieder in Luft auflösen. Danke für diese Einordnung, Theo Koll. Gerne.
Schauen wir jetzt auf den Krieg im Nahen Osten. Morgen wird es dazu eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates geben, an der auch Bundesaußenministerin Baerbock teilnimmt. Im Gazastreifen sind seit Beginn des Krieges auch mindestens 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereinten Nationen getötet worden, meldet das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge. Die Menschen in Gaza bräuchten viel mehr Unterstützung, ein Bericht von Tim Kröger. Die Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Auch heute gehen die Hilfslieferungen weiter. Ein dritter Konvoi überquerte den Grenzübergang Rafah. Bereits am Wochenende hatten Dutzende Lastwagen Gaza erreicht. Es ist vor allem Krankenhausbedarf. Medikamente sind dabei und Nahrungsmittel. Wir verteilen das mit dem palästinensischen Roten Halbmond. Das reiche aber noch nicht so die Vereinten Nationen. Die UN fordern größere Lieferungen. Unterdessen gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Die Hamas feuerte Raketen in Richtung Israel ab. Die israelische Armee flog in den vergangenen 24 Stunden laut eigenen Angaben 320 Angriffe. Dabei soll es laut Behörden in Gaza wieder viele Tote und Verletzte gegeben haben. Laut israelischen Streitkräften habe man ausschließlich Hamas-Ziele angegriffen. Satellitenaufnahmen sollen Abschussanlagen zeigen, die sich neben zivilen Einrichtungen wie einem Kindergarten, Schulen, einem UN-Gebäude und einer Moschee befinden. Vereinzelt haben die israelischen Streitkräfte in der vergangenen Nacht offenbar auch Bodenoperationen in Gaza durchgeführt. In der Nacht gab es Angriffe von Panzer- und Infanterieeinheiten. Bei diesen Angriffen werden Trupps von Terroristen getötet, die sich auf die nächste Phase des Krieges vorbereiten. Dabei gehe es auch darum, Informationen über die israelischen Geiseln zu sammeln. 222 sollen sich in der Hand der Hamas befinden. Und in Tel Aviv vergeht kein Tag, an dem nicht an sie erinnert und ihre schnelle Rückkehr gefordert wird. Und in Tel Aviv ist für uns Michael Beberunge. Michael, die israelische Armee geht jetzt also schon vereinzelt mit Bodentruppen in den Gazastreifen. Welche Strategie steckt dahinter? Sowohl die Luftangriffe der letzten Tage als auch Kommandoaktionen wie in der letzten Nacht werden von der Armee als konkrete Vorbereitung einer Bodenoffensive beschrieben. Bei solchen Kommandoaktionen geht es darum, Aufklärung zu betreiben, vielleicht auch erste feindliche Stellungen auszuschalten und nicht zuletzt Informationen über den Verbleib der Geiseln zu gewinnen. Die Armee macht nach Berichten Druck auf die Regierung, endlich mit der Bodenoffensive zu beginnen, aber dagegen steht die Geiselfrage. Die US-Regierung macht Druck, mehr Zeit für Verhandlungen zu geben. Und auch die Angehörigen der Geiseln, die hinter mir hier seit Tagen immer wieder vor dem Verteidigungsministerium für die Freilassung der Geiseln demonstrieren, machen Druck. Möglicherweise gibt es weitere Bewegungen. Es gibt eine Meldung aus den USA, nachdem Katar konkret die Freilassung von weiteren 50 Israelis mit doppelter Staatsbürgerschaft verhandelt. Dankeschön, Michael Beberunge. Angesichts der katastrophalen Situation für die Zivilbevölkerung in Gaza ringt die EU um Einigkeit im Umgang mit Israel und dem Krieg. Konkret geht es derzeit um die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand aus humanitären Gründen. Heute haben darüber die EU-Außenministerinnen und Minister in Luxemburg beraten. Dabei gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Ulf Röller berichtet. Anspannung vor dem Treffen der Außenminister. Seit Jahren sucht die EU eine geschlossene Position zum Nahostkonflikt. Der Forderung eines humanitären Waffenstillstands stehen Länder wie Deutschland zurückhaltend gegenüber. Außenministerin Baerbock betont vor allem das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Es wird nur Frieden und Sicherheit für Israel und die Palästinenserinnen und Palästinenser geben, wenn der Terrorismus bekämpft wird. Deutschland, die Europäische Union, steht solidarisch an der Seite von Israel und tut zugleich alles dafür, dass das menschliche Leid in Gaza gelindert wird. Die Lage für die Zivilbevölkerung in Gaza spitzt sich zu. Die Hilfe kommt, aber sie reicht nicht aus. Einige Staaten in der EU fordern nun deshalb einen humanitären Waffenstillstand, sprechen davon, dass Israels Recht auf Selbstverteidigung nicht grenzenlos sei. Jetzt ist die Zeit für einen Waffenstillstand. Und wenn wir einen Waffenstillstand erreicht haben, dann müssen wir dafür sorgen, dass die ganze Region nicht im Chaos versinkt.
Nicht im Chaos versinken, das gilt auch für das andere große Thema, den Krieg in der Ukraine. Mancher Minister befürchtet, die vielen Krisen könnten den Westen überfordern. Wir können wirklich stolz sein, dass wir die Ukraine so lange nach allen Kräften unterstützt haben. Wir müssen aber jetzt uns den Anforderungen und den vielen Krisen in der Welt stellen. Wir müssen uns sowohl um die Ukraine kümmern, als auch um Israel und die Palästinenser. Die EU-Außenminister suchen weiter nach Geschlossenheit in schwierigen Zeiten. Und wir blicken in die Ukraine. Dort sind Millionen Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. Viele gehen ins Ausland. Andere bleiben und suchen innerhalb ihres Heimatlandes einen sicheren Zufluchtsort. Viele von ihnen hoffen, dass die Stadt Lviv, früher Lemberg im Westen der Ukraine, ein solcher Ort ist. Von dort berichtet Anne Brühl. Zwischen den Wohnblocks haben sie ihren Platz gefunden. 1000 Menschen leben im Containerdorf in Lviv. Frauen, Kinder, Ältere, weil sie hoffen, dass sie hier sicherer sind. Wir haben in einem 9-stöckigen Haus gewohnt. Es wurde von einer Granate getroffen. Wir wollen zurück, aber zu Hause gibt es fast nichts. Alles ist weg. Lviv im Westen der Ukraine ist seit Beginn des Kriegs Anlaufstelle für Flüchtlinge. Zwischenstation auf dem Weg Richtung Europa. Aber viele sind auch geblieben, leben und arbeiten jetzt hier. Durch Lviv sind insgesamt 5 Millionen Binnenvertriebene gezogen. Es gab Tage, da hatten wir hier 2 Millionen. Das heißt, dass praktisch alle Einwohner der Stadt Binnenflüchtlinge beherbergt haben. Jetzt ist die Situation geregelter. Jetzt wohnen hier 1500 unserer Landsleute. Und die Solidarität in der Stadt ist groß. Ich denke, so ist das Leben. Sie haben keinen Platz, wo sie hin können. Sie sollen hier in Lviv sein, wo sonst? Es gibt hier nur einen Schuldigen, Russland. In der Stadt packen alle mit an. Hier entsteht gerade eine neue Schule aus dem 3D-Drucker. Es ist schneller, günstiger und es gibt die Möglichkeit, dadurch Trümmer zu recyceln. Auf die Zukunft setzen, trotz Krieg. In Lviv glauben sie daran. Weil ein Menschen getötet und 3 weitere schwer verletzt haben soll, muss sich ein 27-jähriger Syrer vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. Der mutmaßliche IS-Anhänger wollte laut Anklage einen Beitrag zum weltweiten Dschihad leisten und Ungläubige töten. Im April soll er in der Duisburger Altstadt einen 26-Jährigen mit einem Messer getötet haben. Wenige Tage später habe er dann in einem Duisburger Fitnessstudio wahllos auf Besucher eingestochen. Die größte deutsche Gewerkschaft, die IG Metall, wird erstmals in ihrer Geschichte von einer Frau angeführt. Christiane Benner ist heute mit sehr großer Mehrheit auf dem Gewerkschaftstag ins Amt gewählt worden. Als Nachfolgerin von Jörg Hofmann. Das wichtigste Ziel der IG Metall für die kommenden Jahre ist, die Beschäftigung zu sichern beim Umbau zum klimaneutralen Produzieren. Mehr von Markus Wolsefer. Wandel ist weiblich. Christiane Benner feiert ihren großen Moment mit einer klaren Botschaft. Kurz zuvor war die 55-Jährige zur ersten Chefin in der Geschichte der IG Metall gewählt worden. Mit einem starken Ergebnis. 96,4% der Delegierten stimmten für sie. Benner gibt sich kämpferisch. Wir befinden uns mitten im größten Umbau unserer Industrie seit 100 Jahren. Wir vertreten über 5 Millionen Menschen in Industrie und Handwerk. Sie alle brauchen eine Perspektive. Unsere Industrie in Deutschland muss weiterentwickelt werden und nicht abgewickelt, Kolleginnen und Kollegen. Benner sieht ihre Aufgabe auch darin, mit mehr Mitbestimmung die politische Radikalisierung zu bekämpfen. Es sei etwa wichtig, rechte Gruppierungen aus Betriebsräten fernzuhalten. Dieses Land braucht eine starke IG Metall, gerade jetzt, wo wir klare Kante zeigen müssen für Arbeit, für Zukunft und gegen Rechts. Benner kennt die IG Metall. 1988 tritt sie in die Gewerkschaft ein, macht eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin bei einem Maschinenbauer, engagiert sich als Jugendvertreterin. Später studiert sie Soziologie. 2011 dann Vorstandsmitglied der IG Metall, 2015 Vizechefin unter Jörg Hofmann. Der lobt seine Nachfolgerin. Wir schlagen Christiane vor, weil sie kompetent ist, weil sie die Strahlkraft nach innen und außen hat, die IG Metall gut zu repräsentieren.
Der Job an der Spitze der mächtigen und männerdominierten IG Metall. Für Christiane Benner der Höhepunkt einer langen Gewerkschaftskarriere. Benner will die IG Metall und ihre 2,2 Millionen Mitglieder nun sichtbarer machen. Sie scheue nicht das Licht der Öffentlichkeit, verspricht die neue Vorsitzende. Für Unternehmen ist es schwieriger geworden, an neue Kredite zu kommen. Die Banken seien zurückhaltender geworden, berichten gut 29% der Firmen laut Umfrage des IFO-Instituts. Kommen Unternehmen schwerer an Geld für ihre Investitionen, wird es für die Wirtschaft schwieriger, aus der Rezession herauszufinden. Denn Konsum und Export lahmen zurzeit. In Meppen war heute der Startschuss für ein wichtiges Infrastrukturprojekt, die Erdkabeltrasse A Nord. Beim Spatenstich legte auch Bundeswirtschaftsminister Habeck Hand an. Die rund 300 Kilometer lange Leitung soll künftig 2 Gigawatt an Windstrom vom ostfriesischen Emden bis ins nordrhein-westfälische Meerbusch-Osterrad transportieren. Das würde dem Energiebedarf von ca. 2 Millionen Menschen entsprechen. Und jetzt kommen wir zum Fußball, Norbert. Da rollt ja ab morgen wieder der Champions League dabei. Ja, die Bayern auch in der Königsklasse stark, fahren zu Galatasaray Istanbul. Und Union auch in der Königsklasse schwach, empfängt SSC Neapel. Nach 8 Berliner Pflichtspielniederlagen in Serie geht's also gegen Italiens Meister. Für Urs Fischer war die Champions League bisher, gelinde gesagt, blutdrucksteigernd. Der Union-Coach und sein Team mussten Last-Minute-Niederlagen hinnehmen. In Madrid bei Real und gegen die Portugiesen aus Braga. Haben wir den Fußballgott irgendwie beleidigt, dass wir aktuell so behandelt werden? Ob der angeschlagene Gosens auch im Spiel als Ballschlepper wirken kann? Fraglich. Trainer Fischer unverdrossen, trotz der inzwischen 8 Pflichtspielniederlagen in Serie. Ich glaube, es ist das erste Mal so wirklich stürmisch. Italiens Meister Neapel würde mit einem Erfolg den Berliner Herbststurm am Leben erhalten. Es ist ein weiterer Versuch, den wir unternehmen, wieder in die Spur zurückzufinden. In die Spur könnten sie kommen, vorausgesetzt das Ziel Schießen ist genauso treffsicher. Zur Fußball-Bundesliga, da hatten gestern 2 Trainer gut lachen. Augsburg-Coach Jess Torup mit einem 5:2 Einstandssieg in Heidenheim. Ja, und Steffen Baumgart, der feierte den ersten Kölner Saisonerfolg. 3:1 gegen Gladbach. Kölner Freudentränen. Dieser Sieg war wichtig und erkämpft. Wir waren aggressiv, waren giftig, haben mit dem Ball einen guten Fußball gespielt. Waren die klar bessere Mannschaft. Und die Kölner Führung gelang schnell. Mit ein bisschen Glück. 11 Meter nach Handspiel des Gladbachers Kone. Das 1:0 durch Florian Kainz, 9. Minute. Köln chancenreich, Gladbach verunsichert. Wechselte, stellte um und schien mit dem Anschlusstreffer in der 63. Minute wieder fokussiert. Nach roter Karte gegen Kone war Köln dann aber im Vorteil. Und nach diesem Foul-Elfmeter wieder in Führung. 76. Minute, wieder Kainz zum 2:1. Das dritte Tor für Köln gelang dann kurz vor Schluss durch Luca Waldschmidt. Also Kölner Sieg im 97. Derby gegen Gladbach. Und alle Höhepunkte des 8. Spieltags zu sehen bei heute.de und in der Heute-App. Dankeschön, Norbert. Gerne. Und zum Schluss haben wir noch die jüngsten Erkenntnisse über den Mond. Wobei, jung passt nicht ganz. Er ist nämlich 40 Millionen Jahre älter als gedacht. Bei Untersuchungen von Mondstaub stieß ein internationales Team von Forscherinnen und Forschern auf Kristalle, die auf ein Mindestalter von 4,46 Milliarden Jahren schließen lassen. Damals traf ein Asteroid die Urerde. Aus den entstandenen Trümmern formte sich der Mond. Seitdem hat er sich aber ganz gut gehalten. Regnerisches und mildes Herbstwetter erwartet uns morgen und in den nächsten Tagen. Mehr dazu gleich von Katja Hornefahr. Um 21.45 Uhr läuft das Heute-Journal mit Dunja Hayali. Machen Sie es gut. Guten Abend, das wird eine milde, windige und regnerische Herbstwoche. Morgen zieht das Tief Xanthos hier weiter Richtung Nordsee. Dann folgt ein weiteres namenloses Tief hier von Frankreich hinterher. Und südwestlich von Island entwickelt sich schon morgen ein neues Tief, das sich hier einkringelt. Das Tief Yusuf, das könnte uns zum Ende der Woche zunächst in Großbritannien, dann aber auch in Mitteleuropa Sturm bringen. Ja, es ist ja derzeit noch ziemlich warm, die Wassertemperaturen sind hoch. Am Mittelmeer liegen die bei 23 bis 27 Grad.
25 Grad. Und so ist es auch am Land sehr warm, zum Teil noch mit bis zu 30 Grad. In Nordwesteuropa ist es dagegen kühler, bei 5 bis 15 Grad. Und das sind auch so ungefähr unsere Nachttemperaturen. Die sinken auf 12 bis 5 Grad. Im Westen breitet sich Regen aus und der erreicht morgen Vormittag bereits die Küste. Anfänglich zeigt sich hier im Osten noch die Sonne, dann kommt neuer Regen von Südwesten hinterher, der breitet sich nordostwärts aus, dann kann es westlich des Rheins am Nachmittag schon wieder auflockern. Der Wind dazu kommt aus südlichen Richtungen und deswegen bleibt es auch morgen sehr mild bei uns mit Werten von 11 bis 17 Grad. Und ganz ähnlich geht es in den nächsten Tagen weiter, nicht komplett unfreundlich. Guten Abend.